Viva Las Vegas, hat sich die Formel 1 gedacht. Und an diesem Wochenende ist es endlich soweit. Noch knapp 36 Stunden, dann knallen die Superstars der Formel 1 hier mit gut 330 Stundenkilometern diese Geraden runter. Und ich muss sagen, der erste Eindruck ist, ich bin ein bisschen beeindruckt. Ich weiß nicht, ob man das sieht und das rüberkommt auf diesem Video, aber es ist unglaublich breit, nochmal viel mehr als in Baku. Dabei ist das noch nicht mal der legendäre Strip, der liegt da hinten, sondern die vorletzte Gerade, die dann zurück auf Start und Ziel führt. Während wir hier im Hintergrund das Medical Center sehen, nehme ich euch jetzt mal mit für einen ersten Eindruck um die Strecke, wenn ich nicht davor überfahren werde. Und dann wissen wir hoffentlich mehr, ob das was werden kann mit dem neuen großen Prestigeprojekt der Königsklasse in den Staaten. Hi und damit willkommen aus Las Vegas. Nein, ich bin nicht im Rotlichtbezirk, auch wenn das hier ein bisschen so aussieht. Die Formel 1 probt die große Show für Samstagabend. Das ist das Highlight, das Prestigeprojekt der Königsklasse seit vielen, vielen Jahren. So, und ich schalte euch jetzt mal wieder andersrum. Wir sehen da hinten übrigens The Sphere, die große neue Attraktion, dieser unglaubliche Dome. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, der die ganze Zeit irgendwelche verrückten Sachen zeigt. Jetzt gerade Lewis Hamilton, passend zur Formel 1. Also, man sieht, die Formel 1 in Las Vegas, das passt irgendwie gut zusammen, denn Show, das kann diese Stadt bekanntlich. Weißer Rauch steigt auf und die Musik, die passt auch. Ich hoffe, man hört sie. Nicht nur zu Italien und zum Papst, sondern auch zu Ferrari natürlich. Vorhin kam hier noch deutsche Werbung, das hat mich ein bisschen irritiert, aber jetzt sind sie musikalisch auf jeden Fall wieder richtig drauf. Was wir hier auch sehen, ist die neue Speziallackierung mit viel Weiß, mit der Ferrari an diesem Wochenende extra für die Premiere in Las Vegas antritt. Und auch nicht ganz uninteressant, eine Box weiter steht ja der alte neue Weltmeister Max Verstappen. Aber vergessen wir nicht, es gab dieses Jahr schon ein Nachtrennen in der Stadt und bei dem gab es den großen Ausreißer, nämlich ein Sieg von Carlos Sainz, der einzige Nicht-Red Bull-Sieg dieses Jahr. Insofern, es gibt schon gewisse Vorzeichen, dass sich die Geschichte hier auch wiederholen könnte. Wir haben es in der Vorberichterstattung auf unserer Seite auch oft angesprochen und geschrieben. Pirelli hat Angst aufgrund der sehr niedrigen Reifentemperaturen. Wir sind hier halt doch mitten in der Wüste und es wird nachts kalt, dass es da vielleicht Probleme gibt. Und das könnte dann schon die eine oder andere Überraschung zutage fördern oder ein bisschen für Gambling sorgen. Aber das passt ja eigentlich ganz gut nach Las Vegas. Stimmungsvolle Bilder liefert der Kurs schon mal, aber keine Angst, ihr seht links die Lichtmasten. Wenn es dann hier ans Eingemachte geht, erleuchtet die Strecke natürlich ganz strahlend hell. Das hier, Ausgang Turn 1, so ein bisschen das Infield, ein bisschen eine engere Sektion, erinnert auch ein bisschen an Miami. Vor allem aber ganz anders als das, was da gleich noch kommt auf der Rückseite der Strecke. Aber ein bisschen anders als in Miami und dem dort aufgemalten Yachthafen. Hier in der Auslaufzone ein riesiges aufgemaltes Las Vegas, als würde man nicht erkennen, wo wir uns gerade befinden. Und dann im Hintergrund natürlich die Hospitalities, die Zelte, da die Red Bull Energy Station. Also da hat sich die Formel 1 auf jeden Fall schon mal nicht lumpen lassen und wirklich viel Geld in die Hand genommen. Aus dieser engeren Sektion und diesem kleinen Infield sozusagen geht es dann allerdings mit Vollkaracho raus und auf eine lange Geraden. Am Ende von dieser gibt es dann eine etwas engere Rechtskurve, die vielleicht auch eine gute Stelle zum Überholen darstellen könnte. Vor allem aber ein Hingucker, weil sie sich vor Las Vegas neuer absoluter Top-Attraktion befindet. The Sphere, der Superdome, in dem bis zuletzt jetzt U2 spielte. Die wurden jetzt erstmal ausgelagert für das Formel 1 Wochenende. Aber da wollen die Künstler im Moment weltweit drin auftreten. Das ist einzigartig mit dieser wandelbaren Außenhülle. Jedenfalls so eine große Werbefläche, davon hat Toto Wolff doch immer geträumt. Was die Strecke betrifft, das hier ist so ein bisschen wie Sochi Turn 3, am Ende dann allerdings eine ziemlich enge Passage mit einer Schikane. Das heißt, da ist es mit dem ewigen Linksdrehen dann vorbei und es wird wieder deutlich enger. Da oben fährt noch die Bahn und hier gibt es die nächste enge Linkskurve. Dann allerdings wird wieder ordentlich Gas gegeben und das dann eigentlich fast bis Startziel mit kleinen Unterbrechungen. Vegas ist definitiv eine Highspeed-Strecke. Darüber sollte dieser
Mickey-Maus-Teil und dieses Infield nicht hinwegtäuschen. Der hat ein bisschen für meinen Geschmack zu viel von Miami und auch zu viel von Caesars Palace. Das geht so in die Parkplatzrichtung. Aber ab hier wird es dann wieder Vollgas und interessant. Es folgt dann eine ultraschnelle Vollgas-Rechts-Links-Passage. Ein bisschen wie ein Jeddah mit blinden Ecken sozusagen. Und um die Kurve, aber trotzdem voll auf dem Gas. Und dann ist es endlich soweit. Nach diesem ultraschnellen Geschlängel, was so auf der Rückseite des Kurses irgendwie ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Tribünen stattfindet, geht es dann zurück auf den weltberühmten Strip. Hier zeigt sich aber auch schon das logistische Problem, denn der ist bis 4 Uhr an den Renntagen noch geöffnet und ab 4 Uhr, ich glaube 5 Uhr früh dann auch wieder. Das heißt, es gibt hier Zufahrtsstraßen, die jeden Abend und jeden Morgen permanent auf- und zugebaut werden müssen und entsprechend viel zu tun für die Leute, die das hier organisieren. Dass sich der ganze Wahnsinn für dieses Mammutprojekt allerdings lohnt, das beweist dann dieser Blick hier, das neue Postkartenmotiv des Formel-1-Kalenders. So geht es dann dahin, den Strip hinunter, vorbei am Venetian, vorbei am Flamingos, vorbei am Caesars Palace. Der einzige Ami im Feld fährt auf jeden Fall mal Fahrrad, ich glaube sogar E-Bike. Und wenige Fahrsekunden nach dem Markusplatz und Venedig ist man dann, genau, in Paris am Eiffelturm. Naja, Las Vegas ist schon speziell, aber die Strecke ist ultraschnell, das muss man hier lassen. Und definitiv was fürs Auge. Mit diesen Eindrücken verabschiede ich mich mal für heute und ab morgen gibt es dann mehr, auch aus dem Fahrerlager.